Hallo meine Lieben, heute stelle ich euch eine neue Maschine vor, und zwar die DS175S von Bernardo Maschinen. Und seit einiger Zeit wollte ich mir ein Schleifgerät kaufen, weil mein altes sehr, sehr laut ist und auch schon einige Jahre auf dem Buckel hat. Und deswegen habe ich mich ein bisschen umgeschaut und habe einen Artikel gesehen bei der Bernardo, und zwar diesen hier, den ihr neben mir seht. Der hat in der Beschreibung einige Punkte gehabt, die mir sehr gefallen haben. Und zwar als erstes ist ein Profi-Gerät, was mir sehr gefallen hat. Preis-Leistung ist wieder mal optimal, weil der nur 150 Euro kostet, was ich einfach unglaublich finde. Aber was mich besonders begeistert hat, ist, dass er 500 Watt stark ist, einen Induktionsmotor hat, und was mich auch sehr begeistert hat, ist, dass er sehr leise Kugellager hat. Und ich habe den Test gemacht, ihr werdet es auch gleich beim Unpacking sehen. Nachdem ich die Maschine ausgeschaltet habe, ist die noch glatte 4 Minuten ohne Strom weitergelaufen, was ich einfach unglaublich finde. Und das zeigt auch wieder, wie gut die Kugellager sind. Und ich habe jetzt die Maschine ein bisschen ausprobiert, und ich muss sagen, sie ist sehr leise. Sie ist auch stark genug für den Profibereich, und ich bin wieder mal sehr zufrieden. Also weiter so, Bernardo. Ich glaube, ich werde bald noch was Neues bei euch kaufen. Bis bald. So, die Maschine DS175S ist in einem robusten Karton angekommen, und hier seht ihr, wie ich sie schon voller Sehnsucht auspacke. Im Karton befinden sich einmal ein kleines Büchlein mit den Anweisungen, aber die sind eigentlich auch ganz klar ohne Handbuch. Und dann die Einzelteile, wie die zwei Schutzgläser, die man vorne anbringt, und dann die Maschine selber natürlich. So, jetzt ein paar Daten über die Schleifmaschine selber. Und zwar ist die ausgestattet mit einem Induktionsmotor, der 500 Watt hat, also vollkommen ausreichend. Und er ist für den professionellen Anwender gedacht, und Bernardo Maschinen hat diese Aufteilung Hobby, Semi-professionell und professionell. Und der Preis ist natürlich einfach super für so eine Maschine, denn 150 bis 160 Euro für so einen Apparat sind wirklich sehr selten. Und was mir noch gefallen hat, ist, dass die Maschine Qualitätskugellager hat, die sehr geräuscharm und wartungsfrei laufen. Und das ist natürlich auch ein sehr großer Pluspunkt, besonders wenn man sehr oft mit der arbeitet, will man natürlich etwas haben, was relativ leise ist. Zwar steht auf dem Handbuch, dass man auch einen Gehörschutz tragen sollte, aber ganz ehrlich gesagt, in dem Fall ist es absolut unnötig. So, und jetzt schauen wir mal, wie sie funktioniert. Ihr seht, erst läuft sie an, und schon da merkt man, wie leise das Gerät ist. Und wenn sie einmal auf die Höchstgeschwindigkeit angekommen ist, dann ist sie umso leiser. Schaut nicht auf dieses komische Geräusch, das ist leider mein großer Schweißtisch, der so vibriert. Aber hier seht ihr, dass ich noch den nochmal anlasse, und der läuft einfach weiter. Und ganze 4 Minuten läuft er weiter. Und jetzt machen wir mal einen Test und schärfen hier den Bohrer. Und ich würde mal sagen, es funktioniert echt einwandfrei. Jetzt gehen sie auf den feineren Schleifstein, und so, das ist jetzt für
den letzten Schliff. Wie gesagt, ich kann die Maschine nur empfehlen. Sehr gut gemacht, Bernardo. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde es mich sehr freuen, wenn ihr einen Daumen hoch macht und euch auch in meinen Kanal einschaltet. Vielen Dank und bis bald.